Inzwischen ist meine erste Hügelschicht hier wohl hoffentlich angetrocknet und ich kann mich darum kümmern, die zweite Hügelschicht draufzusetzen. Jetzt erst einmal die Federn von diesem Teil hier weg. Als nächstes so weit runterkappen, dass ich besser erkennen kann, was ich da überhaupt mache. Ich muss ja jetzt wieder für einen relativ steilen Abstand hier sorgen. Man kann hier jetzt dem Hügel etwas mehr Kontur geben, als ja flacher zur Sache geht. So, das kann ich jetzt schon mal festleimen. Kriegt natürlich wieder seine Gewichte drauf, damit das glatt antrocknet. Und nachdem ich jetzt soweit bin, kann ich mich mal wieder um das Gleisverlegen kümmern. Da wäre als allererstes die Weiche hier. Und die soll einen Unterflurantrieb bekommen. Und das Ganze natürlich auch digital geschaltet werden. Ich habe ja in einer der letzten Folgen schon den Weichenantrieb vorbereitet, also hier mit dem Pico-Modul drunter geschraubt. Aber bevor ich diese Weiche jetzt weiter bearbeite und einbaue, will ich natürlich erst einmal wissen, ob sie es überhaupt richtig tut. Dafür habe ich mir mal diesen Trafo hier mitgebracht. Gucken, ob hier irgendwo ein freier Stecker ist.
Für den Lötkolben hatte ich doch immer einen. Da. Brummt. Und als nächstes werde ich jetzt mal in diese Fleischmann-Anschlussbuchsen hier die Kabel einsetzen. Komm. Und dann kann ich probehalber mal das Zeugs hier durchlaufen lassen. Wenn ich jetzt nur wüsste, welches ist. Zange. Die beiden dunklen sehen genau gleich aus. Von daher gehe ich mal davon aus, dass Rot der gemeinsame Rückleiter ist. Krokodilklemme dran. Jetzt mache ich die beiden anderen blank. Und wenn der rote jetzt wirklich der Rückleiter ist und alles andere auch stimmt, dann sollte es hier gleich Klatsch machen. Tja, Flöte piepen. Der gerade geschaltet. Ja. So, der schaltet also, und wenn der jetzt auch noch Federkraft hat. Ja, da liegt die Backe gut an. Und auch das federt gut. Dann kann ich sagen, diese Weiche kann eingebaut werden. Dann könnte ich auch sagen, diese Weiche könnte eingebaut werden. Denn was mir jetzt daran noch auffällt, das ist, ich habe das gleiche Schwellenproblem wie sonst auch. Versuche ich mal, die Weiche wieder auszubauen. Also nicht die Weiche, sondern den Antrieb.
muss jetzt strikt drauf achten, die beiden Schräublein nicht zu verlieren. Die kann ich drunter sitzen lassen. An der Stelle sowieso nichts zu reißen. Aber jetzt kann ich mich dran machen und zumindest mal diese etwas geschwungenen Schwellen abmachen. Müsste ich mal meine Säge finden. Los geht's. Vor so einer Weiche habe ich ganz gehörigen Respekt. Da möchte ich auf gar keinen Fall die Mechanik beschädigen. Von daher ziehe ich die Säge sehr, sehr vorsichtig. Und der ist mit dem Nachbarteil verbunden. Der war zäh. Ich bin jetzt nicht ganz unfroh darüber, dass meine Pause zu Ende ist, denn so ein bisschen was habe ich wirklich Muffe vor dieser Arbeit.